Mitarbeiter befinden sich im Kundengespräch. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Guten Morgen, hier ist Meret von Ecofiber. Wir stellen Zellstoff aus Ananaspflanzenresten her. Es ist Dienstag, 9 Uhr und ich war heute Morgen schon mit meiner Hündin Zebra draußen Gassi und habe ein bisschen die eisige Morgenluft genossen. Es ist jetzt schon Freitag, 15.20 Uhr und die Woche war auf jeden Fall spannend, auch wenn ich quasi eigentlich nur hier in meinem Homeoffice vorm Rechner saß. Und eine Sache, da möchte ich euch noch ein bisschen detaillierter darüber erzählen. Und zwar hatten wir jetzt von der Impact Factory aus eine Mastermind-Session. Und zwar ist das eine feste Gruppe von Menschen, die sich immer wieder in regelmäßigen Abständen treffen. Und dann ist es so, dass jeder eine Herausforderung mitbringt. So, kann beruflich sein, kann aber auch komplett privat sein. Und die stellt man dann vor, die anderen können dann dazu nochmal Rückfragen stellen und dann muss man sich tatsächlich wegdrehen oder halt online das Video ausmachen und dann unterhalten sich die anderen darüber, was so deren Gedanken diesbezüglich sind und was die einem mitgeben könnten und wie die mit so einer Situation zum Beispiel umgehen würden. Und das machen dann alle reihum, bis alle dran waren. Und das ist total das coole Format, weil man es gar nicht so einfach ist, mal die Klappe zu halten und einfach nur zuzuhören. Und auf der anderen Seite ist es halt auch voll spannend zu hören, was die anderen in so einer Situation dann machen würden. Genau. Hallo ihr Lieben, hier ist Michelle von Ecofiber. Wir stellen nachhaltigen Zellstoff aus Ananaspflanzen her. Diesen Monat läuft unsere Exist-Förderung aus. Das bedeutet auch, dass wir GründerInnen, Julian, Merit und ich, unser letztes Stipendium bekommen. Und wir haben unsere Finanzierung noch nicht abgeschlossen. Wir planen damit, die Runde im März zu schließen. Wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, wie wir den März überbrücken können. Ja, es ist eine sehr nervenaufreibende Zeit und auch eine Zeit, in der es mir persönlich nicht so gut geht, in der ich sehr schlecht schlafe und sehr unmotiviert und uninspiriert bin. Und ich spreche das vor allem an, weil ich das wichtig finde, dass man in einer Show wie Create F, in der man ein realistisches Bild vom Gründer sein darstellen möchte, ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, dass neben diesen, dass es diese Momente auch gibt. Am Ende des Tages, ich meine, deswegen sitze ich hier, am Ende des Tages entscheidet man sich dann doch natürlich fürs Startup und fürs Gründen und für sein Team. Und genauso entscheide auch ich immer, aber die Zeit jetzt aktuell ist für mich sehr schwer, aber ich weiß, dass sie jetzt auch bald wieder vorbei sein wird und dass es dann auch bald wieder entspannter sein wird. Aber ich finde es sehr wichtig, auch so etwas zu teilen. Hallo ihr Lieben, ich bin's Amelie von Happy Period. Ich melde mich heute mal aus meinem Homeoffice, nämlich aus unserem WG-Wohnzimmer und zwar vom Sofa. Und ich habe richtig coole Neuigkeiten, denn wir haben ja im vergangenen Jahr haben wir mit Happy Period beim Female Startup Relativo mitgemacht und den tatsächlich gewonnen. Und da haben wir dann wirklich ganz, ganz richtig viele tolle Preise gekriegt. Mitunter eine Mitgliedschaft in der Startup Factory Hammer Brooklyn in der Hafen City. Und das einfach, dass wir dort einen Coworking Space für 3 Monate bekommen. Und wir haben jetzt sozusagen uns festgelegt, dass wir die Zeit ab dem 1.4. starten. Dann bin ich nämlich aus meinem Auslandssemester wieder da und dann kann es richtig losgehen. Und ich habe gerade die Bestätigungs-E-Mail abgesendet. Juhu! Ich melde mich einmal aus dem Trainingslager. Ich bin dieses Wochenende im Trainingslager und das ist eine sehr coole Sportschule mit so einem nicen Blick von den Zimmern auf die Schwimmhalle. Und deshalb kann ich diese Woche halt sehr wenig für Hempy machen, weil das ist einfach 9 Stunden Training, da bin ich over and out, wie man jetzt schon merkt.
Aber sobald ich zu Hause bin, geht's wieder los. Jetzt geht's zur letzten Einheit gleich und dann geht's nach Hause. Hallo, hier ist Amelie von Happy Period, die mit den Tampons aus Hanf. Und ja, ich melde mich heute, weil wir teilen ja wirklich dann schon gerne viel von unserem Gründungsalltag. Aber da ich jetzt noch eine letzte Woche hier in Barcelona vollständig habe und einfach absolut krasser Karneval hier gefeiert wird in Sitges, habe ich gedacht, ich bringe euch diesmal auch noch mal ein Video mit, weil der Karneval hier ist wirklich, das gibt einem richtig so eine Rio de Janeiro Vibe und es ist einfach richtig bezaubernd. Moin, hier ist Eva von Törn. Es ist Dienstag und ich mache mich gerade auf dem Weg zum Create FC, wo ich gleich die ganzen anderen Gründerinnen wiedersehen werde. Ich freue mich. Da steht auch schon die erste. Das ist Amelie. Und die war ganz lange in Barcelona. Deswegen freue ich mich, sie wiederzusehen. Mir ist jetzt kalt. Das ist doch lieber im Frühling. Moin zusammen. Es ist heute der zweite Drehtag. Wir sind wieder in der wunderschönen Deichstraße. Heute sieht man die Elfi hier ganz bisschen nur. Leider sehr neblig heute. Heute steht viel an, viel Programm. Es geht um Social Media, es geht um PR. Und es kommen auch viele, viele Pressevertreter, deswegen bin ich sehr gespannt auf den Tag. Mein Learning aus der heutigen LinkedIn-Session war auf jeden Fall, dass ich auch was zu sagen habe, dass ich nicht unbedingt warten muss, bis alles perfekt ist, sondern dass man auch einfach loslegen kann und schon seinen ersten Content dort posten kann. Und es gibt auf jeden Fall noch einige Baustellen bei meinem Profil. Hallo zusammen, hier ist Eva von Törn. Es ist Mittwoch, kurz vor Mittag, und ich beschäftige mich mit einer meiner Lieblings-To-Dos, großen, trägen Konzernen telefonieren, auf die wir angewiesen sind, damit unser Service funktioniert. Herzlich willkommen. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Ja. Please be patient. We will connect you as soon as possible. Hi, hier ist Meret von Ecofiber. Wir stellen nachhaltigen Zellstoff aus Ananaspflanzenresten her. Guten Morgen, es ist Montag, kurz nach 8 und ich fahre jetzt zum zweiten Teil vom Qualitätsmanagement-Workshop. Am Donnerstag habe ich dann die Prüfung zur Qualitätsmanagement-Beauftragten. Guten Abend. Ja, das Qualitätsmanagement-Seminar geht immer so bis 17 Uhr. Und ich dachte, ich nehme euch noch mal kurz mit auf die kleine Gassi-Runde, die ich dann abends, wenn ich nach Hause komme, noch mache mit meiner Hündin Zebra. Und so dann auch noch mal ein bisschen den Kopf frei kriegen kann. Guten Abend, ich bin angekommen in unserer CreateF-WG in Oldenburg. Die Mädels kommen gleich noch. Ja, heute war tatsächlich nicht so ein guter Tag. Heute Nachmittag hat mich nämlich ein potenzieller Investor angerufen und hat uns abgesagt. Das ist doppelt doof, weil wir schon ziemlich tief in der Due Diligence drin waren und wir und auch die Ansprechperson dort die Gründe leider nicht nachvollziehen kann und das schade ist. Aber auch das passiert halt. Es ist immer so, dass kurz vor Abschluss nochmal irgendwelche Deals platzen oder was auch immer. Und damit muss man als Startup irgendwie klarkommen, eine Alternativlösung finden.
Ja, mich hatte die Nachricht dann auch irgendwann mal erreicht und an der Stelle möchte ich mich auch bei der ganzen Create F Gang bedanken, denn es war wirklich eine beschissene Nachricht und man hat sich in dem Moment einfach so verzweifelt gefühlt, aber ihr habt es einfach geschafft, uns wieder aufzubauen und aus dem Abend wurde einer der schönsten Abende, die wir so mit der Gang bisher erlebt haben. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und auch für die große Gang, die gesamte Gang, denn wir hatten am nächsten Tag ja noch einen Drehtag und ihr habt so tolle, aufmunternde Worte gefunden und auch Ideen, Kontakte und ihr habt alle so schnell reagiert und genau deswegen sind wir in der Staffel und genau deswegen machen wir mit, weil es so, so wichtig ist, einfach ein Netzwerk zu haben, worauf man sich verlassen kann und die einfach für einen da sind und manchmal braucht man nur ein paar aufmunternde Worte oder einfach so, hey, ich kenne das, uns ist das auch passiert, ist richtig scheiße, aber es geht vorbei. Also ganz, ganz viel Liebe an euch. Ich wollte heute gerne mal mit euch mein Learning von der gestrigen Session von dem Remote Monday sozusagen teilen. Gestern ging es nämlich um Start Next, wo wir uns mit Thekla ausgetauscht haben. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr interessant für mich, da ich immer dachte, dass man sozusagen eine Crowdfunding-Kampagne eigentlich eher nur so einmal oder maximal zweimal macht. Was mir jetzt allerdings aufgefallen ist, dass man natürlich für größere Ziele, gerade weil so eine Tamponproduktion ja irgendwann wirklich richtig kostenspielig wird, dass man einfach auch so eine Crowdfunding-Kampagne, also das Geld, was man schlussendlich braucht, einfach runterbrechen kann in kleinere Crowdfunding-Kampagnen. Denn wir hatten immer gedacht, okay, bevor wir unsere erste Crowdfunding-Kampagne machen, müssen wir erstmal unseren Prototypen fertig haben, damit wir dann vielleicht auch als Giveaway Tampons haben. Aber jetzt spielen wir auch mit dem Gedanken, tatsächlich schon vor eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Und genau, der Gedanke ist auf jeden Fall neu und war richtig, richtig cool. Hallo! Hallo ihr Lieben! So, wir sind Agnes und Amelie von Hempy und ich glaube, das ist das allererste Video, was wir bei Create F zusammen drehen. Worüber wir uns sehr freuen. Ja. Wir hatten heute nämlich den ersten Drehtag des zweiten Drehblocks hinter uns. Und der war wieder super cool für mich, natürlich ultra neu. Es war richtig cool, die Leute einfach nochmal in Farbe und zu sehen und auch die Energie zu spüren. Die war auf jeden Fall hier. Ja. Meine Energie war heute so hier, weil ich nur 4 Stunden schlafe, weil ich gestern aus Barcelona wieder gekommen bin. Aber jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da und ich bin ultra gehypt auf morgen. Die Woche war sehr aufregend. Das war der zweite Drehblock von Create F, der anstand. Und die Drehtage waren extrem cool. Ich habe das Gefühl, dass nochmal unser Band unter uns Gründerinnen und auch im ganzen Team echt nochmal stärker geworden ist. Wir haben uns so gut verstanden, hatten so viel Spaß, haben so viel gelernt, waren in richtig coolen Locations, waren am letzten Tag in Oldenburg in einem sehr, sehr, sehr coolen Coworking-Space. Dann ist noch was Aufregendes passiert diese Woche. Amelie ist aus ihrem Auslandssemester wiedergekommen. Und dann direkt zum Drehblock sozusagen. Wir haben uns das erste Mal wieder gesehen seit September. Also das war, ja, die Freude war sehr, sehr groß. Haben uns erstmal natürlich geupdatet. Dann haben wir noch intern, sind wir ein bisschen weitergekommen zum Thema Rückholbändchen. Genau, ich habe Sunghees Suppe von Arang probiert, von ihrem Startup. Und bin komplett begeistert. Ich werde auch das Reaction-Video dazu noch auf Instagram hochladen diese Woche. Also an alle, die das gucken, kauft euch bitte die Suppe, sie ist einfach mega. Also meine Erwartungen wurden komplett übertroffen. Ja, ich bin noch da. Das ist jetzt einfach die 4. Warteschlange heute, die ich gestellt wurde. Ich bin gespannt, ob ich dann später mal irgendwo rauskommen, wo mir jemand weiterhilft. Alle Mitarbeiter befinden sich im Kundengespräch. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Hallo, hier ist Eva von Turn. Wir machen das Retourenhandling von morgen. Und ich sitze im Homeoffice, denn wie man es vielleicht hören kann, ich bin etwas angeschlagen.
Nichtsdestotrotz gibt es in dieser Woche ziemlich viele Dinge, über die wir uns freuen können. Denn wir sind nominiert für die Starterin, also Alena und ich sind als Gründungsteam, als weibliches dort für die Kategorie Impact nominiert. Da könnt ihr jetzt abstimmen. Und dann ist noch was sehr, sehr Cooles passiert. Denn während ich hier krank im Homeoffice war, waren Alena und Jonas für Turn in Köln. Moin, wir sind jetzt vor dem Font of Ship, so wie sie sich nennen. Oh, relativ groß. Und so sah das Ganze dann aus. Gar nicht mal so wenige Menschen, aber wir haben auf jeden Fall die Bühne gerockt. Warum ich euch jetzt nicht mit Moin begrüße, sondern mit Servus und Grüß Gott, liegt daran, dass ich in Süddeutschland bin. Ich befinde mich diese Woche im Homeoffice und zwar in meiner Heimat am Bodensee. Und ihr seht hier im Hintergrund den wundervollen Bodensee mit der Abendsonne. Und genau diese werde ich jetzt noch genießen bei einem guten Glas Wein und wünsche euch einen wundervollen Abend.